Ja, bevor ich jetzt weitergehe zur nächsten Sidequest, erst Kleinigkeit. Womit kann ich helfen? Hallöchen, ich hätte gern ein paar Tränke. Sehr wohl. Und das war's auch schon. Vielen Dank. Waren nur ein paar mittlere Tränke. Gut, dann gibt es auf der ganzen Weltkarte noch ein einziger Ort, wo ich hin muss. Yep. Und das ist hier in Dalimil. Kaum zu glauben, dass ich das endlich gleich abgehakt habe. Hoffentlich. Wenn ich irgendeine Nebenquest fehlt, das kann man ja zum Glück im Versteck nachschauen. Bei einem Freund, der die ganzen Sidequests für euch bereitstellt. Was man irgendwo verpasst. So, mein guter Lobor. Bist noch da, mein Guter? Und hier kannst du es so angucken. Eine Bestellung, ein Großschwert für 1000 Gil. Oh, ob er die noch abgeben kann? Willst du mir beim Packen helfen? Danke, aber ich nehme ohnehin nicht viel mit. Ich bin hier schon so gut wie fertig. Du willst Dalimil also wirklich verlassen? Ja. Da gäbe es allerdings noch eine Kleinigkeit, bei der ich Hilfe bräuchte, bevor ich gehe. Oder zwei, vielmehr. Sag mir, was ich für dich tun kann. Es geht um die Kinder. Sie sollten meine Schande nicht mitertragen müssen. Und genau das wird passieren, wenn ich sie hier lasse. Man wird sie ausgrenzen, weil die Leute wissen, dass sie mir nahestehen. Aber mitnehmen kann ich sie auch nicht. Ich kann mir tatsächlich nur einen einzigen Ort vorstellen, an dem sie sicher aufgehoben wären. Das Versteck. Verstehe. Die Kinder sind bei uns jederzeit willkommen. Danke, Clive. Das werde ich nicht vergessen. Lubor, du bist noch hier? Was ist, Pferda? Du bist ja ganz blass. In der Velkroi ist eine Flut ausgebrochen, und zwar eine große. Diese Banditen vom Bund der Geächteten wurden da draußen komplett vom Äther überschwemmt. Oh. Was? Ja, und jetzt haben sich diese Dreckskerle alle verwandelt und kommen auf uns zu. Akasische Banditen. Das ist das Letzte, was wir jetzt gebrauchen können. Ja. Die Stadtwache wird ihnen keine 5 Minuten standhalten. Wir müssen raus aus der Stadt. Alle. Und zwar sofort. Pferda, ruf die Männer zusammen. Sie können jeden Moment hier sein. Wir müssen eine Fluchtroute für die Leute sichern. Na? Worauf wartest du? Schon unterwegs. Darf ich sie aufhalten? Clive, Planänderung. Die Kinder bleiben fürs Erste bei mir. Du gehst und suchst Konrad und Natalie. Sag ihnen, sie sollen sich auf eine sofortige Evakuierung vorbereiten. Verstanden. Ich versuche inzwischen mit allen anderen zu reden. Wünsch mir Glück. Viel Glück. Ich würde mir diese Armee gerne mal ansehen, die Armee der Banditen. Wir haben schon öfter gegen Banditen hier gekämpft in der Umgebung. Das waren wirklich einige. Aber so eine Armee an Banditen, das hätte schon was, finde ich. Ich schwöre, ich sage die Wahrheit. Sie kommen hierher. Eine akasische Banditenarmee. Wer will, wer mag, wer doch nicht. Was ist denn das für ein... Oh, ihr seid es. Was wollt ihr hier, Lord Underhill? Ich muss euch etwas Dringendes mitteilen. In der Velkroi ist eine Ätherflut ausgebrochen. Das Lager des sogenannten Bunds der Geächteten ist überschwemmt worden. Sie haben sich verwandelt. All diese Banditen sind jetzt akasisch. Und sie könnten jeden Moment hier sein. Ihr müsst die Menschen aus der Stadt evakuieren, und zwar sofort. Ach, wirklich? Und von wem, wenn ich fragen darf, habt ihr diese erschütternden Neuigkeiten? Von Lubor vielleicht? Der steht nämlich gerade auf dem Markt und erzählt genau denselben Unfug. Ihr könnt ja glauben, wem ihr wollt, Milord. Aber wir wissen ganz genau, dass er lügt. Warum sollte er in einer so ernsten Angelegenheit lügen? Wer weiß, vielleicht will er sich irgendwie an uns rächen. Wäre er nicht aufgeflogen, dann wäre dieser Kerl demnächst unser Dorfrat geworden. Ein Posten, auf den ein Träger sicher keine Aussicht mehr hat. Würde mich nicht wundern, wenn der Junge innerlich brodelt vor Zorn. Lord Underhill, verzeiht mir, aber es ist nur allzu offensichtlich, auf wessen Seite ihr steht. Lubor ist nicht vertrauenswürdig und deshalb seid ihr es leider ebenso wenig. Ich verstehe eure Skepsis. Aber was, wenn Lubor doch die Wahrheit sagt?
Bedenkt, wie viele Leben hier potenziell auf dem Spiel stehen. Er lügt. Und zwar garantiert. Jetzt macht, dass ihr verschwindet. Sagt mir nicht, ihr hättet euch nicht gewarnt. Ihr begeht einen großen Fehler. Ja. Es hilft nichts. Sie lassen sich nicht überzeugen. Dann müssen wir einen anderen Weg finden, um Dalimil zu retten. Sieht so aus. Na, meine Idee wäre, gehen wir zu Pferde. Rausgehen und alles niederbesseln. Und ob die Idee funktioniert? Vielleicht machen wir den Was macht denn Lubor da für einen Aufstand? Aber dass sie ihn nicht glauben, nur weil er Träger ist. Das ist so... Ah! Mehr kann ich nicht dazu sagen. Pferde. Sid, was gibt's? Ich habe versucht, mit Konrad und Natalie zu reden. Leider vergebens. Sie sind überzeugt, dass alles, was Lubor sagt, gelogen ist. Diese Schwachköpfe! Auf die Stadtwache könnt ihr also nicht zählen. Aber auf mich. Ich werde euch helfen, Dalimil zu verteidigen. Sagt mir nur wie. Danke, das weiß ich zu schätzen. Sid! Ferda! Ich habe überall nach euch gesucht! Victor, du bist noch hier? Ich dachte, Lubor braucht vielleicht Hilfe. Und genau der Fall ist gerade eingetreten. Kommt schnell mit! Okay. Ihr müsst mir glauben, sie kommen hierher! Sie essen nicht, sie schlafen nicht, sie werden nicht müde und sie töten jeden, der ihren Weg kreuzt. Das sind keine einfachen Banditen, sie verhandeln nicht und kennen keine Gnade! Einmal konnten wir die Stadt verteidigen, aber diesmal ist es anders. Ich verlange nicht, dass ihr mir vergebt, aber bitte, glaubt mir. Wenn ihr nicht flieht, werdet ihr sterben. Ihr werdet alle sterben, verdammt! Das hättest du gern, nicht wahr, Träger? Ja, dann hättet ihr Träger Dalimil endlich für euch, weil wir alle weg sind. Mach, dass du abhaust! Hau ab, ja, Träger! Lass uns von allen Säulen! Nichts los! Raus mit dir! Hau ab! Verkriech dich in dem Loch! Bitte, hört ihr! Ja! Du nichts los! Warte! Sieh mal da! Ihr tut ihm weh! Ah. 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 Was hat Lubor euch überhaupt getan? Hm? Die ganze Zeit löst er eure doofen Probleme und passt auf, dass euch nichts passiert. Ihr wisst ganz genau, dass er alles für diese Stadt tun würde. Wer hat dir das Messer gemacht, das du jeden Tag benutzt, Konrad? Und was ist mit deinem Ladentisch, Natalie? Wer hat den repariert? Wer sagt seinen Männern immer, sie sollen die Straßen fegen, damit eure Stiefel nicht dreckig werden? Wer sieht hier von früh bis spät nach dem Rechten, damit in der Stadt alles rund läuft? Und keiner von euch hat ihm je gedankt. Noch nie. Und hat Lubor sich jemals beklagt? Nein. Er ist immer freundlich zu allen. Er hilft uns allen jeden Tag. Und ihr tut alles so, als wäre er gar nicht da. Ja, das stimmt, was er sagt. Lubor, Schluss jetzt. Es reicht. Martin! Wir bleiben hier. Die Stadtwache hat geschworen, Dalimil zu schützen und genau das werden wir tun.
Und ich denke gar nicht daran, die Speicher aufzugeben, die wir so mühsam gefüllt haben. Also sag schon, was können wir tun, um uns diese Akasischen vom Leib zu halten? Wir fliehen nicht. Wir werden kämpfen. Also gut. Na schön. Hört gut zu, wenn ihr nicht sterben wollt. Erlaubt mir, die Lage zu erläutern. Die Ätherflut ist in der Velkroi ausgebrochen, nahe des Dorfs Ceratina. Es war jahrelang unbewohnt. Doch vor kurzem hat sich der Bund der Geächteten dort niedergelassen. Jetzt sind sie alle Akasisch und wenn die Berichte stimmen, marschieren sie in unsere Richtung. Sie sind willenlose Monster. Sie kennen nichts außer Hass und Wut. Und sie sind absolut unberechenbar. Bei den Banditen konnten wir wenigstens erahnen, wann und wo sie angreifen. Aber gegen diese Kreaturen wird Dalimil nichts anderes übrig bleiben, als sich blind in die Schlacht zu werfen. Die Stadtwache versammelt sich am Nordtor. Wir anderen übernehmen den Süden. Beide Gruppen, im Norden und im Süden, senden Späher aus. Und wer die Akasischen zuerst sichtet, informiert unverzüglich die andere Seite. Sobald sie in Reichweite sind, gehen wir geschlossen gegen sie vor. Wir müssen diese Monster um jeden Preis von Dalimil fernhalten. Konrad, kann ich auf die Schwerter der Stadtwache zählen? Jederzeit. Die Auswahl und Koordination der Späher überlasse ich dir, Viktor. Und das Kommando über unsere Männer übernimmst du, Ferda. Kann ich mich auf euch verlassen? Selbstverständlich. Wie du wünschst. Natalie, du gehst mit deinen Leuten los und sagst den Bürgern, dass sie sich im Badehaus verbarrikadieren sollen. Und mach den Handelsleuten klar, dass sie wirklich nur das Allernötigste in Sicherheit bringen sollen. Das Einzige, was zählt, ist, dass sie lebend hier rauskommen. Dinge sind ersetzbar, Menschenleben nicht. Wer sich Sorgen um seine Waren macht, dem sagt, dass der Dornenkuss sich bereit erklärt, für jeden Verlust aufzukommen. Ich verstehe. Werde ich ausrichten. Und was soll ich übernehmen? Natürlich die gefährlichste Aufgabe von allen. Dich wollte ich darum bitten, zum Ursprung allen Übels zu reisen. Nach Ceratina. Der Großteil der Meute dürfte noch dort sein. Und für Dalimil wird es keinen Frieden geben, bis wir sie mit Stumpf und Stiel ausgerottet haben. Gartenarbeit. Auch mal schön. Ich befürchte, dieses Unkraut wird sich als überaus hartnäckig erweisen. Sicher nicht hartnäckiger als ich. Keine Frage. Also dann. Wir alle wissen, was zu tun ist. Jetzt müssen wir es nur noch tun. Für Dalimil. Ich habe das Gefühl, Lupuas Reiseambition hat sich gerade verflüchtigt. Und zwar extremst. Die anderen sind bereit. Ich sollte sie nicht warten lassen. Yep. Wo ist das? Hier oben. Und da gibt es sogar einen Teleporterpunkt. Was ziemlich cool. Ich war dort schon mal. Ich habe mich da mal ein bisschen umgesehen. Da gab es nichts Besonderes. Aber jetzt... Jetzt gibt es da einen Haufen Gegner. Die Flucht. Mal sehen, was uns im Dorf erwartet. Ja. Aber schön, dass sie endlich kapiert haben, dass Lupua immer noch der ist, der vorher war. Das hat aber auch gedauert. Aber manchmal Menschen kann man einfach nicht helfen. Müssen sie alle ausschalten. Alle? Gut! Und falls ihr uns fragt, wie viele sind es? Die Antwort daraufhin ist ja! Haben wir es verstanden? Gut! Mehr bitte! Ihr habt mich gehört? Gut! Kommt doch leer! Wie viele Leute sind?
Spaß haben! Ups. Ist also so gesehen nicht mehr menschlich, ne? So gesehen... Ne, sind sie doch nicht mehr. Hep. Ui, sind Toscho, wo siehst du denn? Ah, da sind große dabei. Die können wir nicht weg gleich. Jetzt hast du die Kleine weg. Ups. Oh mein Guter. Alle, hup! Hab dich mal getroffen, ich war vor deiner Nase. Und du drehst mich nicht. Was ist da passiert? Autsch. Komm her, du lieber Akasi, Riesenmann. Obwohl dieser eine General irgendwann mal wieder mal aufgemacht, den ich mal verschont habe. Würde ich? Juppiei! So, geh bitte einmal nieder. Dankeschön. Hab und hab und hab. Let's flips! Das war ein paar tausend Schaden. Komm, was war's? Yippie! Hallo? Nee, 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 ich bin mein Guter. Komm her! Hey ja! Dankeschön! Also ich hätte jetzt mehr Gegner erwartet, so vier Wellen oder so, ganz im Ernst. Das waren zwei. Der Bund ist hiermit aufgelöst. Wir müssen zurück nach Dalimel. Na, ich hoffe, dort ist jetzt alles in Ordnung. Und wenn das erledigt ist, dass die Leute nicht vergessen, wer Lubor wirklich ist. Ich glaube, wir haben alle Akasischen erledigt. Das dürften die letzten gewesen sein. Die letzten hier bei uns vielleicht. Lubor, Sir Clive ist wieder da. Clive, wie steht es um die Plage von Cheratina? Ausgemerzt. Mit Stumpf und Stiel. Ich wusste, dass du mich nicht enttäuscht. Vielen Dank, Clive. Freunde, wir haben dem Ansturm standgehalten. Die Akasischen sind besiegt. Und dank Clives Einsatz steht auch nicht zu befürchten, dass neue nachkommen. Wir haben es überstanden. Dalimel ist gerettet! Wir haben es geschafft! Lubor, ich muss mich bei dir entschuldigen. Du hast so viel für diese Stadt getan. Wir hätten nie an dir zweifeln dürfen. Aber das haben wir. Und wie sich herausstellt, völlig zu Unrecht. Wir können nur hoffen, dass du uns verzeihen wirst. Wir brauchen dich, Lubor. Dalimel braucht dich. Und falls du an dem Posten als Dorfrat noch interessiert sein solltest, meine Stimme hast du. Du weißt aber schon noch, dass ich ein Träger bin, oder? Weiß ich. Aber das sagt nichts über dich aus, Lubor. Wie wir dich behandelt haben, sagt aber umso mehr über uns aus. Egal ob Träger oder nicht, du bist der Mann, der Dalimel gerettet hat. Und das jetzt zum zweiten Mal. Also gut. Ich werde euren Vorschlag annehmen. Allerdings nur unter zwei Bedingungen. Die wären? Erstens. Ihr beide werdet alles in eurer Macht Stehende tun, um eure Leute hinter mir zu vereinen. Ich stelle mich nur zur Wahl, wenn sowohl die Stadtwache als auch die Händler meine Führung unterstützen. Einheit ist der Schlüssel zu Dalimels Zukunft. Und die nächste Bedrohung, meine Freunde, kommt garantiert.
Und dann werde ich von euch allen erwarten, dass ihr wie Pech und Schwefel zusammenhaltet. Genauso wie heute. Natürlich. Du hast unser Wort. Und zweitens, wenn ich euch anführen soll, dann müsst ihr euch damit abfinden, dass die Unterdrückung von Trägern in Dalimil heute ihr Ende findet. Allen Trägern hier werden dieselben Rechte zustehen wie jedem anderen Bürger auch. Sie werden nicht länger danach beurteilt, was sie sind, sondern wer sie sind. Wir haben vieles versäumt. Ich hoffe, wir können unsere Fehler wieder gut machen. Deinen Bedingungen stimmen wir zu. Und wir selbst stellen nur eine einzige Bedingung an dich. Dass du weiterhin nur das Beste für Dalimil im Sinn hast. Genauso wie bisher. Bedingung akzeptiert. Na dann, die Wahl ist mir wohl so gut wie sicher. Kriege ich jetzt eine bunte Schärpe oder so? Das Schicksal hat schon seine Launen. Ich stand schon kurz davor, Dalimil in Schimpf und Schande zu verlassen. Und jetzt bin ich plötzlich der Dorfrat. Hier. Für alles. Lubor, das mit den Kindern... Keine Sorge. Deine Hilfe ist jetzt natürlich nicht mehr erforderlich. Ich passe dann doch lieber selbst auf sie auf, als dass du sie mir zu Geächteten erziehst. Sie werden hier alles haben, was sie brauchen. Dafür sorge ich. Bei dir sind sie gut aufgehoben. Sowohl die Kinder, als auch die Stadt. Ich werde mich bemühen. Wir wollen ja nicht, dass deine ganze Arbeit umsonst war. Ja, bis die Fäulnis hier vorbeischnitt, aber das wird wahrscheinlich hoffentlich noch eine lange Zeit dauern. Aber wofür sich die Bewohner vor allem entschuldigen sollten, finde ich persönlich jetzt für das Lünchen, wo sie das letzte Mal gemacht haben. Das war alles andere als schön. So, wir haben Schild des Dornenkusses bekommen. Ein Hauch des Lichts und ein Steinchen. So, und das müsste hoffentlich die allerletzte Quest gewesen sein. Ich schaue jetzt nochmal im Versteck nach. Und spricht dann einen Typen an, der mir immer die Sidequest schon aufreiht. Ja, neuer Brief ist eingetroffen. Den lese ich eventuell gleich mal sehen. Oder mehrere Briefe. Werden wahrscheinlich wieder mehrere sein. So. Falls jemand fragt, welchen Typ meine ich? Chasia. Den hier. Den Gofir. Wie geht's? Wie steht's? Zeig mal her. Bitteschön. Fertig. 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 Fertig, alles fertig. Dankeschön. Und die Serie? Willkommen beim Stillen Stifter. Die letzte Belohnung. Was haben wir für dich bekommen, Sid? Von Anonym. Wir bekommen eine Notenrolle to Sail Forbidden Seas und Relikt der Gefallenen. Auf das Relikt bin ich vor allem gespannt. Das waren alle. Komm bald wieder. Dankeschön. Dann habe ich vielleicht. So, das Relikt. Ist das ein Ausrüstungsgegenstand? Guck mal. Wo haben wir es denn? Nein, das ist keine Ausrüstung. Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Guck mal. Hier ist es. Wertgegenstand kann für Kill verkauft werden. Ernsthaft? Ah, das werde ich nicht verkaufen. Das behalte ich. Mehr. Gut. Das wird erledigt. Ich würde sagen, wir gehen Briefe lesen. Und dann geht es endlich den letzten Monstern von den kleinen Mokri an den Kragen. Ich weiß nicht, wie viele es sind. Ich habe mir 5 Stück aufgeschrieben, glaube ich. Es waren auf jeden Fall einige. 4 oder 5 habe ich mir aufgeschrieben insgesamt. Es dürften schon mehr sein.
Und stimmt, wenn ich heute da bin, wir können uns die ganze Wand von Clive ansehen. Die 100% an, die Wand der Erinnerung. Und wir haben hier den Schwur, den guten alten Schwur. Schild der Gehängten. Schild vom Martas Rast. Vom Schleier. Ja, wenn ihr das lesen wollt, hier den Text, am besten das Video pausieren. Ich werde nicht viel dazu sagen, außer wie es aussieht. Hier zum Beispiel bei Martas Rast ein Schokopo. Es könnte aber auch ein Hühnchen sein. von Joshua ein Halstuch. Kuss. Ja, die rote Karawane. Emblem der Ewigen. Der rostige Helm vom Vater von Clive. Der Kranz von der guten Jill. Ist jetzt Kelch, den haben wir schon ewig hier rumstehen. Das Luftschiff vom Hotel von Mitt. Sieht schnuckelig aus. Die Dreinigkeit. Ja, das ist mit der. Das war eine Aufgabe. Die Stollersfeder. Vivian's Barrett. Ein Wintermet und oh, ich sehe, hier gibt's. Warum ist, fehlt hier was hier zwischendrin? Also wenn ich raten müsste, würde ich sagen, ich krieg nur was von einem Kampfauftrag, aber es wäre ein bisschen komisch. Mal sehen. Falls hier noch was nachkommt, werde ich das nachreichen eventuell. Räuchergefäß. Die Äpfel von Martha, die sind auch schon hier ewig. Ambrosia Sattelzeug und verkohltes Übungsschwert. Also dass hier wirklich zwischen den zwei Sachen hier was fehlt, das ist komisch. Also es wirkt nicht 100% mäßig, aber das Achievement, was ich rechts oben gerade angezeigt bekommen habe, es klang danach, als hätte ich alles. Naja, wie gesagt, wenn das fehlt und wenn Aufträge was nachkommt, werde ich das euch zeigen. Mein größtes Geschenk von Jill. Es fühlt sich an, als wäre es in einem anderen Leben gewesen. Nein, es war in einem anderen Leben. Der Nachmittag auf der Mannhöhe war unser erstes Abenteuer, aber schon damals wusste ich einfach, dass es nicht unser letztes sein würde. Ich werde diesen Tag niemals vergessen. Und dass du ihn auch nicht vergessen hast, erfüllt mein Herz mit einem unbeschreiblichen Gefühl der Freude. Seit dem Moment, als wir uns das erste Mal trafen, bist du ein unersetzlicher Teil von mir. Meine andere Hälfte, mein Licht in der Dunkelheit. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, bist du der Stern, der mich leitet. Du bist genau das, was ich brauche. Alles, was ich brauche. Du bist mein größtes Geschenk. Jill. Das hat sie gut geschrieben. Hut ab. Von Dion. Ifrit. Dass uns Ifrit nennt. Ich möchte euch meinen aufrichtigen Dank dafür aussprechen, dass ihr mich wieder mit Meister Hippokrates vereint habt. Nun kann ich mit einem Herzen frei von Reue zu dieser bedeutendsten aller Reisen aufbrechen. Ich muss gestehen, ich habe bemerkt, dass ich immer tief in eurer Schuld stehe, je länger ich in der Gesellschaft von euch und eurem Bruder verbringe. Ja, wir müssen uns daher rasch um Ultima kümmern, nicht nur um die Welt zu retten, sondern auch mich vor lebenslanger Pflicht zur Wiedergutmachung. Ich hoffe nicht, dass das Leben lang dauert, mein Guter. Von Hippokrates. Clive, ich danke euch, dass ihr wieder einmal den Launen eines wirren alten Mars nachgegeben habt. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass mich meine eigene Sturheit und Angst jahrelang davon abgehalten haben, einen Freund einfach nur wissen zu lassen, wie stolz ich auf ihn bin. Ich habe mir eine große Last von der Seele genommen. Vielleicht werdet ihr nach eurer triumphalen Rückkehr von Ursprung einmal geneigt sein, die Fee zu benutzen, die ich euch vermacht habe. Viele von uns, selbstverständlich mich eingeschlossen, würden nur so gerne eine Beschreibung eurer Erlebnisse mit seiner Hoheit aus erster Hand lesen. Oh. Merkt euch diesen Text. Merkt euch den. Mehr sage ich dazu nicht. Ein zünftiges Willkommen. Eda scheint den Glücksbringer, den wir gegeben haben, wirklich zu mögen. In letzter Zeit sehe ich ihn oft auf ihrem Bauch liegen, während sie sich ausruht. Sie meint, der kleine Racke würde dann auch immer ganz wild um sich treten. Wir haben wohl mit einem richtigen Kämpfer zu tun und die können wir ja immer gut gebrauchen. Ich kann es kaum erwarten, unseren neuesten Fluchbrecher alles beizubringen, was ich weiß. Aber wir sollten wohl erstmal seine Geburt abwarten. Und die muss ordentlich gefeiert werden. Nur nichts überstürzen und nicht so viel trinken, Gav. Ja. Feiern, gut und schön, aber bitte mit Maßen. Und wenn man übertreibt, dann ruhe ich im Bettchen aus. Eine Dankesnotiz von Cyril.
Lord Rosfield, ich möchte meinen Dank dafür ausdrücken, dass Sie jenen, deren Namen im Buch der Mütter geschrieben stehen, so viel Achtung erweist. Ja, das sind einige. Zweifellos würde es Sie sehr berühren zu wissen, dass der erste Schild des Phönix Ihr Ableben betrauert. Jedes Mitglied unseres Ordens ist jederzeit bereit, im Dienste des Phönix sein Leben zu opfern. Doch ich bin sicher, dass jene, die vor ihrer Zeit von uns gegangen sind, voller Reue über die vielen Jahre unerfüllte Pflichten sind. In der Erinnerung eines stolzen Sohnes des Hauses Rosfield, wie euch beizuleben, sollte ihr ihren Schmerz beträchtlich lindern. Möge die Flamme des Phönix immer in euren Herzen brennen. Ja, dass es ihre eigene Entscheidung ist, uns so zu dienen, ist, ich sag mal, respektvoll. Und dann noch von Lubor. Ich bin nicht so dumm zu glauben, dass eine Schelte von ein paar Straßenkindern und lebenslang aufgestauten Hass aus einem Herzen vertreiben kann. Man kann es versuchen. Wohl genauso wenig wie ein Topf sauber wird, indem man ihm sagt, dass er dreckig ist. Hey, Topf wird sauber! Das braucht Mühe, Geduld und meistens auch eine stabile Bürste und eine gehörige Portion Seifenlauge. Am allermeisten aber braucht es Zeit. Glücklicherweise haben dein Mut und deine Führung uns genau das verschafft. Jetzt müssen wir nun entscheiden, ob wir sie nutzen oder verschwenden wollen. Ein weiser Mann hat einmal gesagt, dass die Nacht kurz vor Sonnenaufgang am dunkelsten ist. Eigentlich ist sie da sogar ziemlich hell. Aber lassen wir das. Ich kann mich also glücklich schätzen, ein so helles Licht wie dich zu meinen Freunden zu zählen zu dürfen. Lubor. Ja, ein sehr helles Licht, mein Guter. Ein sehr, sehr helles Licht. Gut. Ich würde sagen, ich mache meine Aufnahmesession hier komplett durch, bis ich hier alles habe, was hier möglich ist. Und da mache ich, kurz bevor es zu Ultima aufgeht, nochmal eine kurze Pause. Weil ich denke mal, das letzte Abschnitt mit Ultima, es könnte ein bisschen länger dauern. So, also mein lieber Mogri, zeig mal her, was hast du noch für mich? Zeig mal her, mein Guter. Also, ich sehe, wir haben hier einmal das Pandemonium, Rang S. Der herrenlose Streuner, Rang S. Das sind zweimal Fragezeichenorte. Aber es ist irgendwo in Valut. Zumindest ist es der Text, der hier steht. So ein kleiner Tipp. Aber das wird eine lange Suche. Dann haben wir hier der Sensenmann. Der Name allein gefällt mir schon. In Cap Osir in San Breck. Und dann der Ritter des flammenden Herzens. Auch in Sandbreck. Also zweimal Sandbreck und zweimal wahrscheinlich in Valut. Gut, dann auf geht's. Ich werde das für euch cutten, den Weg. Weil die sind immer ein bisschen länger, vor allem wenn ich hier suchen muss.